Für die Audioguide-Version klicke auf den Link unten. Ich bin Amelia. Ich bin Daniel. Als ich mit dem Sport anfing, war Rennen und so ziemlich schwer für mich. Als ich jünger war, war ich nicht offen für andere, weil ich mich wie ein Außenseiter fühlte. Hallo, mein Name ist Mary Fitzgerald, paralympische Kugelstoßerin aus Irland. Es ist Zeit für euren Tag 1. Das Schwierigste an jeder sportlichen Leistung ist der Anfang. Heute ist euer Tag 1 mit professionellen Training-Drills, die ihr auch zu Hause machen könnt. Ich werde es mit euch Schritt für Schritt durchgehen. Lasst es uns versuchen. Dieser Drill heißt The Rocket und wird eure Explosivkraft testen. Also Schritt 1, hockt so tief wie möglich. Schritt 2, die Flasche in die Luft werfen und wieder fangen. Also schießt sie hoch wie eine Rakete. Ihr könnt das auch im Sitzen machen oder so, wie es für euch am besten geht. Versucht diesen Drill 10-mal und ihr seid startklar. Okay, versuchen wir es dann. Wir werden unsere Flaschen so heben und sie mit beiden Händen halten. Also ja, stellt sicher, dass ihr sie gut in der Hand habt. Ihr könnt die Flasche so halten oder auch so, was auch immer am bequemsten ist. Wir werden hier ganz groß einsteigen. Seid ihr bereit? 1, 2, 3. Fang! Klasse! Drill 2 heißt Powerlifts und wird eure Arme stärken. Nehmt einen gewöhnlichen Haushaltsgegenstand, zum Beispiel eine Dose Bohnen oder so, und haltet ihn fest in beiden Händen. Schritt 1, legt sie knapp über eure Schultern, etwa so. Und in Schritt 2, hebt und senkt ihr sie langsam, sauber und unter Kontrolle, etwa so. Schafft ihr das 10-mal? Lasst uns beide Dosen aufheben, eine in jeder Hand. Okay. Passt auf, dass ihr sie gut festhaltet, ja? Okay? Fertig? Los! Weiter, mal sehen, wie schnell ihr seid. Auf geht's, Tempo machen, los, los, los. Arme hoch. Gut gemacht. Fertig für den nächsten Drill? Drill 3 heißt Clock Twist und ist ideal für Koordination und Gleichgewicht. Schritt 1, stellt euch schulterbreit auseinander mit Blick auf 12 Uhr. Wenn ihr sitzt, solltet ihr eine offene Haltung einnehmen. Schritt 2, ihr werdet zu einer Stelle auf der Uhr gehen. Ich werde also so tun, als ob meine Arme Uhrzeiger wären. Also, ich will mich zur 3 drehen. Ich drehe mich so herum. Ich bleibe ausgeglichen, im Gleichgewicht. Angenommen, ich möchte bis 9 gehen. Ich drehe mich hier ganz herum, bleibe gerade und im Gleichgewicht. Und ich passe diese offene Haltung an. Jetzt bin ich wieder bei 12, wo ich angefangen habe. Wenn ihr mit jemandem zusammen seid, kann er die Zeit nennen und ihr könnt euch zu dieser Stelle auf der Uhr bewegen. Probiert 10 verschiedene Stellen auf der Uhr aus. Wer möchte zuerst gehen? Ja, ich fange an. Okay, wie wäre es, wenn du dich in die Mitte der Uhr stellst? 6 Uhr. 12 Uhr. 3 Uhr. 8 Uhr. Ich denke, du solltest es als nächstes versuchen. Soll ich? Na gut. 6. 3. Okay. 9. 12. Wie war ich? Ich denke, es war gut, aber wir waren besser. Sehr gut gemacht, Leute. Drill 4 ist der Flexi-Throw und wird eure Flexibilität auf die Probe stellen. Nehmt also ein rundes Objekt, so wie einen Tennisball oder einen kleineren Ball, den ihr habt. Schritt 1, einem Ziel gegenüberstehen. Das kann ein Punkt auf dem Boden oder an der Wand sein. Ihr solltet eine offene Haltung einnehmen und auch im Gleichgewicht bleiben. Stellt sicher, dass ihr locker und entspannt seid. Schritt 2. Ihr haltet den Tennisball wie einen Basketball. Jetzt schießt ihr auf euer Ziel. Wie oft schafft ihr es, das Ziel in 30 Sekunden zu treffen? 1, 2, 3, los! Oh, das war knapp. Versucht es nochmal. Mal sehen, wie viele ihr schafft. Los! Wahnsinn! Noch ein Schuss. Du hast noch einen Schuss. Die Konzentration. Die Konzentration. Kommt schon, das Ziel. Macht einen guten Wurf. Trefft das Ziel. Okay, Fistbump, Leute. Gut gemacht.
Drill 5 heißt Ready Steady und testet euer Gleichgewicht. Sucht euch also etwas wie eine Dose Bohnen oder etwas Ähnliches, das ihr zu Hause habt. Schritt 1. Die Dose so an den Hals halten, wie beim Kugelstoßen. Und den linken Arm so ausstrecken, um das Gleichgewicht zu halten. Und um mein Gleichgewicht noch mehr zu testen, werde ich jetzt auf dem rechten Bein balancieren und das linke Bein hochheben. Schritt 2. Die Dose wie ein Kugelstoßer vom Hals wegbewegen. Einfach genau so. Und zurück in die ursprüngliche Position. Ihr könnt dies auch auf zwei Füßen oder im Sitzen tun. Was auch immer am bequemsten für euch ist. Probiert das 10 Mal aus. Dann nehmen wir die Dose so auf. In diesem Drill wird die Dose unsere Kugel sein. Jetzt schieben wir die Kugel nach oben, als ob wir sie werfen würden. Ihr macht das toll, Leute. Was würdet ihr das nächste Mal tun, um die Herausforderung zu erhöhen? Einen schwereren Gegenstand? Okay, ja. Das habt ihr heute gut gemacht. Wie hat euch der Tag gefallen? Wie war die ganze Erfahrung? Wir haben herausgefunden, welche Stärken wir haben und dann haben wir einfach damit gearbeitet. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, es zu versuchen, es zu probieren, es zu wagen. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich frage mich nur, ob ich noch etwas mit den Bohnen machen muss. Ich weiß nicht. Na also, Tag 1 kann alles verändern. Macht weiter so. Jetzt über den folgenden Website-Link einen Trainingsplan herunterladen.